So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Drogöchen, Popöchen, ja, wir sind immer am Start auf meinen Freitag. Was macht man auf seinen Freitag? Ja, man geht nicht zum Strand, sondern man nimmt YouTube-Videos auf. So, es geht los. Und, ja, der letzte, glaube ich, kam, glaube ich, am Freitag oder so, ne? Auch schon so lange her. Och, morgen ist ja schon wieder Freitag. Na siehste, geht euch auf jeden Fall jetzt mit Drogöchen, Popöchen weiter. Er dreht mein Gesicht in seine Richtung, damit ich ihn ansehe. Ich verbiete dir, so hart mit dir zu sein. Es ist nicht nur deine Schuld. Ich hätte dich in der Stadt nicht dazu anstiften sollen. Wenn ihr nicht mehr wisst, worum es geht um den Unfall, den wir ausgelöst haben. Wir haben mit unserer Macht rumgespielt. Drogo hat uns dazu angestiftet, ja. Aber wir sind ja eben halt alt genug. Wenn Drogo sagt, spring vom Hochhaus, machen wir das ja nicht auch. Aber wir haben es gemacht und ja, dann hatten wir das Auto gegen den LKW geschubst. Ja, vielleicht gab es einen Toten oder Nikolai wird ihn auffressen. Drogo wollte ihn auffressen, es gab Ärger mit Nikolai. Und wir warten auf die Standpauke von ihm. Da sind wir ganz gespannt. Wenn hier jemand Schuld hat, dann ich. Die Schuld, dem einen oder den anderen zu geben, ändert nichts an der Tatsache, dass jemand schwer verletzt wurde. Mach dir keine Sorgen, Nikolai wird das Problem regeln. Wieso bist du denn da so sicher? Er weicht meinen Blick aus und will sich von mir entfernen, aber ich hindere ihn daran. Ich habe in der Vergangenheit schon ein paar Mamis gebaut. Ich versuche ihm das Schuldgefühl zu nehmen. Und er hat nichts gelernt? Na komm, Schuldgefühl. Du hast nichts dir vorzuwerfen, mein Schatz. Ich wusste um die Gefahren. Ich sage nichts dazu. Drogo ist schon auf 180. Es ist nicht nötig, noch weiterzumachen. Genau, wenn ein Vampir auf 180 ist, man muss auch an seinen Blutdruck denken, ne? Ja. Nicht, dass er tot ist und keinen Blutdruck wahrscheinlich mehr hat, aber hey. Er küsst mich traurig und geht dann zur Tür. Wohin gehst du? Ich muss Peter Bescheid sagen. Nikolai braucht vielleicht etwas Hilfe. Okay. Achso, genau. Ich komme mit dir. Ich komme mit dir mit. Ich will aufstehen, aber Drogo weist mich zurück. Nein, bleib hier. Du musst auf Lori aufpassen, falls wir gern müssen. Als ich alleine bin, kommt das Unwohlsein zurück. Ich sehe plötzlich die Konsequenzen meines Handelns. Was hätten meine Eltern gesagt? Ich bin nicht mehr wert als der, der sie an jenem Abend umgefahren hat. Ich gehe zum Fenster, das immer noch weit geöffnet ist, schaue die Landschaft an und vergesse mich dabei. Normalerweise beruhige ich mich, dieser unendliche Wald und diese Ruhe. Achso, normalerweise beruhigen mich dieser unendliche Wald und diese Ruhe. Heute Abend leider nicht. Plötzlich lässt mich ein Flügelschlag aufblicken. Was ist das? Das ist bestimmt Glubschi. Glubschi! Meine Eule kommt zu mir ans Fenster. Wie schön. Oh, eine geheimnisvolle Szene. Darf ich nicht aufnehmen? Deswegen, ich glaube, aber die werde ich sowieso nicht spielen, weil A, es kostet immer wieder mehr Kohle, ne? Aber trotzdem okay, Kinderchen. So, ich mache das Gleiche, denn ich habe Angst, dass sie bei der kleinsten Bewegung wegfliegen könnte. Ich vergesse mein Leid für einen Moment. Glubschi ist wieder da. Sie schaut mich mit ihren großen, mysteriösen Augen an und neigt den Kopf, bis ihre Federn meine Wange berührten. Ach, wie schön, dass sie so zutraulich ist. Ich bin baff. Man könnte meinen, dass sie mich trösten will. Aber wer könnte denn aus unser... Sarah? Ob das Sarah sein könnte? Aber warum? Nein, Sarah ist eine Magierin. Wir können uns ja nicht alle in Tiere verwandeln. Aber welche Leute können sich denn in Tiere verwandeln? Ich meine, ganz klar, bei dem Werwolf sind wir uns vielleicht einig, dass es vielleicht sogar Sebastian sein kann. Ne, aber... Und Drogo wird das hier mit Sicherheit nicht sein. Ich bin glücklich, dass du hier bist, bei mir. Och, süß. Sie macht ein leises Huhu. Hä, das machen doch eigentlich mehr Tauben, oder? Ich muss lächeln. Ich dachte, dass ich dich nicht wiedersehen würde. Seit dem letzten Mal ist ein bisschen Zeit vergangen. Kommst du, wenn ich dich brauche? Sie stupst mich aufs Neue sanft an. Ich fahre mit meiner Hand durch ihre Federn. Sie sind so zart wie Seide und der Mond spiegelt sich in ihnen. Okay, jetzt müssen wir einmal wieder Memory spielen. Bop, 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 bop. Ich bin so froh, dass das mit der Werbung hier raus ist, dass sie hier keine Werbung mehr reinspielen.
So. Ah, ist alles sehr gut bis jetzt, ne? Ah, guck, ist es ganz schnell gegangen. Da müssen wir uns keine Probleme machen. Ich streichle sie sanft und das beruhigt mich. Ich fühle mich weniger hoffnungslos. Es ist so, als ob sie Kraft hätte, mich zu trösten. Es tut mir so leid, dass das passiert ist. Ich wollte diesen Mann nicht verletzen. Ein neues Huhu von meiner Freundin der Eule und ein weiterer zärtlicher Anstupser, der mich beruhigt. Die grinst so süß, ne? Wie so ein kleiner Eulen-Babyschnabel-Küken-Dingens-Kuschelding. Sie schmiegt sich weiter an mich, bis ich einen großen Seufzer vor mir gebe. Danke, ich fühle mich nicht mehr so allein. Ich wische mir meine Tränen aus den Augen und schaue sie weiter an. Ihre ganze Aufmerksamkeit ist auf mich gerichtet. Sie ist so ruhig, dass sie fast vergessen hätte, dass es sich um ein wildes Tier handelt. Es ist so, als ob wir uns schon lange kennen würden. So, als hätte ich sie schon gezähmt. Oh, was macht sie jetzt? Jetzt tanzt sie? Sie ruft mir noch einmal zu, zufrieden zu, verlässt dann meine Arme und springt auf den Fensterrahmen. Das Bild ist ja der Hammer einfach. Gute Nacht, kleine Eule, und danke. Mit einem kräftigen Flügelschlag fliegt sie davon und kehrt in die Dunkelheit der Nacht zurück. Och, das war eine schöne Folge, oder, Kinderchen? Das war eine richtig tolle Folge mit der Eule. Es hat mir echt Spaß gemacht. Ich will wissen, wer die ist. Ich will wissen, wer die Eule ist. Also, Kinderchen, vielen Dank fürs Reinschalten. Wenn euch das gefallen hat, lasst ein Abo oder einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge. Ich kann euch nicht versprechen, wie es weitergeht. Denn ich habe es ja in der Community bei unserem YouTube-Kanal ja schon geschrieben. Also, bis zum nächsten Mal und ciao, ihr Mäuse.